Ich habe auch einige Zucchinis da und die müssen weg. Daraus machen wir jetzt diese zitronige Zucchini-Pasta. Als erstes raspeln wir unsere Zucchini. Richtig gut auspressen. Schmeckt eigentlich so scheiße. Leute, ein kleiner Energiespartipp für euch jetzt. Wir kochen die Pasta jetzt einfach mal so 2-3 Minuten auf hoher Hitze. Dann werden wir sie ausschalten, vom Herd runternehmen und einfach nebenan hinstellen. Zwiebel in kleine Würfel. Jetzt geben wir unsere Zucchini hinzu und braten die noch weiter mit an. Hier habe ich gerade noch Salz, Cayennepfeffer und einen Saft einer Zitrone ergänzt.